In diesem Video schauen wir uns die berühmte Dubai Lamp an. Vielleicht noch nie was davon gehört. Liegt daran, dass es sich um ein Leuchtmittel handelt. Dieses Leuchtmittel kann man nur in Dubai kaufen. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Werbevideo und wie man sieht, wird die als die energieeffizienteste Lichtquelle der Welt beworben. Und wenn man sich genau hinguckt, dann sieht man tatsächlich, dass irgendwie was anders ist. Und zwar sind da schon ganz schön viele von diesen Filamentstreifen drin. Gucken wir mal in die Geschichte. Wir schreiben das Jahr 2017 unter der Schirmherrschaft seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai wurde, ja, er hat sich halt im Prinzip eine langlebige, effiziente LED-Leuchtmittel gewünscht. Und Philips hat geliefert. Und zwar hat das deutlich mehr Betriebsstunden und eine höhere Effizienz. Das wird im Wesentlichen, da gibt es schon Videos zu von Leuten, die das auseinandergenommen haben, im Wesentlichen dadurch erreicht, dass die LEDs bei geringerer Leistung betrieben werden. Da besagte Lampe natürlich nur in Dubai erhältlich ist und selbst da auf zum Beispiel Amazon.de gilt sie als sozusagen ausverkauft oder nicht mehr erhältlich. Was ich aber gefunden habe, damit ich trotzdem mal wenigstens so was Ähnliches in Händen halten kann, ist diese Lampe hier. Die wird ganz neu als ultra effizient mit 50.000 Betriebsstunden, dreimal länger Lebensdauer und einem Drittel der Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen LED-Lampen beworben. Und was halt an dieser Lampe spannend ist, auch da, wenn man jetzt hier sich das Bild anguckt, sieht man, ähnlich der Dubai Lamp, sind da mehr LED-Streifen, als man sonst so gewöhnt ist von LED-Lampen. Das heißt, mehr LED-Streifen, und das ist ja der große Trick an der ganzen Geschichte, man nutzt die LEDs bei einer geringeren Leistung. Das heißt, eine LED, die eigentlich 1 Watt Leistung erbringen könnte, die wird nur bei einem Viertel der Leistung, so ist es zumindest bei der Dubai Lamp, betrieben, was dazu führt, dass natürlich die LED länger hält, was aber auch dafür oder dazu führt, dass sie effizienter ist. Ob natürlich diese Angaben mit dreimal längerer Lebensdauer und ein Drittel der Energie so korrekt sind, sei mal dahingestellt. Das ist aus dem Werbetext. Wie auch immer. Jetzt habe ich aber zumindest eine Lampe, die ich mit einer herkömmlichen LED-Lampe mal vergleichen kann. Zumindest äußerlich. Aufmachen möchte ich sie ja nicht, weil 230 Volt und ich möchte hier nicht mit 230 Volt spielen. Vergleichen wir nun beide einmal. Links habe ich eine 7 Watt mit 806 Lumen. Und wenn ich mir die vier LED-Filamente genau angucke, dann sehe ich hier oben, dass immer zwei parallel geschaltet sind. Und hier unten sind die beiden Paare offensichtlich in Reihe geschaltet. Mehr kann man von außen jetzt erstmal nicht erkennen. Und hier habe ich eine 4 Watt mit 840 Lumen. Und hier habe ich 8 Filamente, die offensichtlich parallel geschaltet sind. Ja, das ist eigentlich mal ganz spannend zu sehen, wie man offensichtlich doch dafür sorgen kann, dass die Lebensdauer von solchen Lampen entsprechend größer wird, dass Glühbirnen beispielsweise immer mit 1000 Stunden angegeben sind. Das ist übrigens kein technisches Problem, sondern das kann man auch googeln. Da gab es
mal zwischen den Herstellern sozusagen eine Absprache, das heißt, beziehungsweise ein Kartell, und man hat versucht, die Glühlampen so zu bauen, dass sie entsprechend nach 1000 Stunden kaputt gegangen sind, damit die Leute sich neue kaufen mussten. Und es gibt übrigens eine Glühbirne, die ist sozusagen vor diesem Kartell gebaut worden. Die ist sofern sehr bekannt, weil sie in einer Feuerwache hängt. Und die hat auch ihren 100. Geburtstag gefeiert. Und das Besondere an der Glühbirne ist, die ist seit 100 Jahren oder über 100 Jahren inzwischen ununterbrochen am Leuchten. Also, man sieht, wenn man möchte, kann man durchaus langlebige Produkte produzieren, beziehungsweise effiziente Produkte produzieren. Und daher finde ich, ist die Dubai Lamp mal was ganz Spannendes, vor allen Dingen, dass es entsprechend nur in Dubai verfügbar ist oder verfügbar war. Anscheinend, warum sie bei Amazon jetzt nicht mehr gekauft werden kann, zumindest in Dubai im Amazon nicht mehr gekauft werden kann, weiß ich nicht. Aber ja, war vielleicht mal eine ganz spannende Geschichte. Freue mich natürlich sehr über ein Like oder ein Abo. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.